Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, in der ich dir benötigte Kenntnisse vermitteln möchte, nämlich wie man vorwissenschaftliche Arbeiten, also VBAs, Diplomarbeiten, Seminararbeiten mit Word 2016 schreiben kann. In diesem Video, nämlich im 21. Video, geht es darum, wie man sich hier ein Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen lassen kann. Das heißt, du weißt, es gibt hier Überschriften in so einer Arbeit, solche Unterüberschriften, und die wollen wir dann gesammelt haben in einem automatischen Inhaltsverzeichnis. Dazu muss man Folgendes machen: Man sucht sich diese Überschriften aus. Hier habe ich die erste Überschrift und geht dann zu einer entsprechenden Formatvorlage. Hier habe ich hier Überschrift 1. Ich klicke einmal hierher, gehe dann hierher, wähle dann die zweite Überschrift aus. Und hier haben wir 1.1, das heißt, es ist eine untergeordnete. Also, es ist nicht auf der gleichen Ebene, sondern gehört zu 1, aber ist ein bisschen darunter. Und hier wähle ich dann nicht die Überschrift 1, sondern in dem Fall die Überschrift 2 aus. Ich gehe dann weiter voran. Hab dann hier zweitens, machen wir hier einen Punkt vielleicht, und merkt dann hier, das ist, gehört nicht zu 1, sondern fängt dann wieder ein neues Kapitel an, ist also wieder dann Überschrift 1. Das heißt, ich weise dann dieses Format zu und du siehst, dass sich auch dann dieses Aussehen verändert. Hier bei drittens, wieder ein weiteres Märchen, hier nehme ich wieder Überschrift 1. Nochmal ein Märchen gehabt. Haben wir noch irgendwas gehabt? Habe ich darüber geschaut? Ich will meinen, ja, genau, hier habe ich das Fazit noch hinterlegt. Da habe ich wieder Überschrift 1. Ja, jetzt gehe ich nochmal durch. Ich habe hier drittens, da müsste irgendwann zweitens kommen, genau, 1.1 und 1. Und jetzt möchte ich an der Stelle hier, möchte ich dann ein Inhaltsverzeichnis machen, nicht dort oben, sondern gehe ich einmal hinunter. Und ich sehe schon hier, dass es hier jetzt blau hinterlegt wird. Das heißt, es ist hier auch als Überschrift formatiert. In dem Fall werde ich das jetzt hier wieder zum Standardüberschrift machen. Ich möchte jetzt hier dann ein Inhaltsverzeichnis einfügen. Das möchte ich auf einer eigenen Seite mal haben. Deswegen gehe ich jetzt hier zu Layout und füge hier einen Umbruch ein, nämlich nächste Seite. Habe also dann hier eine leere. Wenn ich davor gehe, dann habe ich eine leere Seite. Das ist, hier steht Abschnittwechsel. Das sind hier wieder diese Formatzeichen, die ich schon mehrmals in den Videos davor erwähnt habe. Noch einmal kurz der Hinweis. In der Registerkarte Start kann ich mir hier die Formatierungszeichen einblenden lassen. Jetzt gehe ich hierher, gehe auf Verweise und habe hier die Möglichkeit, ein Inhaltsverzeichnis einzufügen. Ich klicke hier auf Inhaltsverzeichnis. Jetzt werde ich gefragt, welches Aussehen soll das haben. Ich nehme mal hier dieses erste, diese automatische Tabelle. Und es wird dann schon eingefügt und du siehst hier erstens Vorwort auf der Seite 4, 1.1 ist ebenfalls auf der Seite 4. Und so weiter. Und wenn ich jetzt hierher gehen würde und dann die Steuerungstaste drücken würde und hier auf diese Seitenzahl drücken würde, dann würde ich dann direkt dorthin springen, wo nämlich dann diese Seite sich befindet, hier. Und da könnte ich jetzt hierher gehen, zum Beispiel schreibe zweites Märchen, wenn ich jetzt hier nach vorne gehe und dann schaue, hat sich noch nichts getan, aber ich kann dann dieses Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Wähle hier gesamtes Verzeichnis aktualisieren, dann steht hier schon zweites Märchen. Und dasselbe würde dann auch betreffen, wenn ich jetzt hier das wieder aktualisieren würde, wenn sich hinten an den Seitennummern etwas ändern würde. Das heißt, ich würde jetzt hier nach hinten gehen. Was machen wir denn hier? Ja, gehe ich einmal hierher, mache davor einen Seitenumbruch. Momentan befinden wir uns auf der Seite 6. Gehe wieder auf Layout, Umbruch, nächste Seite. Damit steht dann das hier auf der Seite 7. Ich gehe jetzt hier wieder zum Inhaltsverzeichnis zurück. Aktualisiere das Inhaltsverzeichnis, auch wieder das gesamte, und du siehst, dass sich das dann verändert hat, diese Zuordnung dann der Seitennummern. Also hast gesehen, wir haben jetzt mit ganz einfach mit der Zuweisung von Formatvorlagen hier über die Registerkarte Start, dann etwas als Überschrift überhaupt kennzeichnet, wie man dieses Inhaltsverzeichnis einfügt und wie man dann auch sehr einfach Veränderungen dann hier sich anzeigen lassen kann. Danke für die Aufmerksamkeit.